Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. In der letzten Folge habe ich zwar gesagt, dass wir die Plage machen wollen, aber ich fühle mich dem noch nicht ganz gewachsen. Außerdem haben wir noch nicht alle Festungen eingenommen. Hier in Cirith-Ungol ist noch eine. Die möchte ich ehrlich gesagt erst noch einnehmen. Die ist auch nicht allzu hart, die ist nicht so schwer. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Hauptmänner, die wir in dieser Folge auch einsammeln. Ich habe schon mal den Leibwächter von dem einen Häuptling schon mal markiert, so dass wir es nicht mehr so lange hinhaben. So, Naruk. Na, schauen wir mal. Kontrollpunkt Raubzug. Okay. Der ist gerade bei einem Raubzug, das ist sehr gut. Nazu, der Machthungrige. Vielleicht können wir den auch bei der Gelegenheit gleich einsammeln. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Lasst niemanden an euch vorbei. Sonst nehme ich eure Köpfe. Wenn jemand fragt, die Parole ist Stich, 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 Stich. Ja, eine mächtig gewaltige Parole. Zack. Zack. Mist. Daneben. Halt doch mal still. Oh, was will er hier? Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Ach, du bist derselbe schwache Narr wie damals schon. Ich bin seitdem jeden Tag stärker geworden. Glaube ich dir nicht. Aber ich erinnere mich an den, dass du der mit der Angst im Kopf. Kann er auch mal. Dankeschön. Erstmal müssen wir den Karabor hier runterkriegen. Über den rüber, Mann. So. Zack. Ja. Wenn du meinst. Ihn wieder. Die sind nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Ich weiß nur jetzt nicht, welcher von welchen das war. Ach, das war der, den... Ah! Okay, gut. War das jetzt der? Naruk der Unnachgiebige? Naruk der Unnachgiebige? Oh, oh, der... Dann hat er gewonnen. Okay, gut. Aber nicht für lange. In den Arsch. So. Das hilft überhaupt nicht. Festnageln klappt gerade nicht, weil er am Boden liegt. So. Na los, steh auf. Benommen. Nein, das klappt nicht. Aber jetzt hat er... Ist er weniger resistent jetzt gegen unsere Angriffe? Das finde ich sehr gut, aber jetzt nehmen wir ihn ein. Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an. Ich diene nur dir, nur dir. Mächtig toll. Spion. Sehr wohl. Sehr schön, sehr schön. Mit den Spionen, das finde ich einfach so, so gut gelöst. So, und jetzt... Was haben wir da noch? Ein Celebrimbor-Auftrag? Mal gucken, was sind das Schönes. Kanas. Kanas? Kanas oder Kanas nicht? Wir gucken mal kurz auf eine Mappe. Ja. 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 Ich möchte gerne wissen, was für ein Auftrag das ist. Hallo? Gut, will er mich gerade nicht reinlassen. Dann...
hierhin? Nochmal auf der Mappe. Celebrimbor wusste, dass es Mut braucht, sich Sauron entgegenzustellen. Er lebe seine massive Beherrschung des Elbenbogens in all seiner Pracht. Ja, ich hoffe, das hat nichts mit Zeit zu tun. Dann machen wir das auch nochmal kurz. Ich habe zwischen den Aufnahmen habe ich auch nochmal zwei Aufträge von ihm gemacht. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Man kriegt ein paar Juwelen dazu, Erfahrungspunkte und vielleicht einen Fähigkeitspunkt, aber Stufenaufstieg kriegen wir dadurch nicht. Naja, wir schauen einfach mal rein. Mal gucken, wie es so ist. Kanas ist unser Wort für Tapferkeit. Und tatsächlich bedurfte es dieser, um gen Mordor zu marschieren und Sauron selbst die Kontrolle zu entreißen. Erreichen Aussichtspunkt. Okay. Zack, und hoch. Und hoch. Und hoch. Da sind wir. Wie schön. Was mit Raubvogel? Alter. Erstmal durch Kopftreffer, bitte. Das wäre erstmal nicht ganz so schwierig. Ja, den da hinten. Das war kein Kopftreffer. Der ist vielleicht ein bisschen leichter. Bleib stillstehen. Jetzt bewegen die sich auch noch. Gut. Das Ziel haben wir schon mal erreicht. Ich frage mich bloß, wie man innerhalb von 30 Sekunden fertig werden soll. So ein Quatsch. Yeah. Durch Raubvogel. Raubvogel geht, soweit ich weiß. So. So. Jetzt können wir wieder hoch. Jetzt brauchen wir noch einen in der Nähe. Weil sonst ist das, sonst dauert das Zielen viel zu lange. Nee, nee, nein. Ach Mann, doch nicht vorsehen seine Nase. Mann. Das ist ja unglaublich. Sehr schön. Jetzt hier wieder rüber. So. Ja, ist nicht ganz so schwer, aber ja, mit dem Zielen. Mit dem Zielen ist das ein bisschen, naja. Gut. Nein. Ach Mann. Da hoch. Genau. Okay, die sind ziemlich unaufmerksam. Oh toll. Okay. Das war's. Sehr schön. Innerhalb der Zeit fertig. Innerhalb von 30 Sekunden kann man das nicht hinkriegen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es hätte auch nur ein Juwel noch dazu gegeben. Von daher ist das auch nicht so schlimm. Die finden wir auch noch. Ring von meinem Finger auf den Saurons rutschte. Begriff ich, wie wenig Tapferkeit sich von Leichtsinn unterscheidet. Wenn ich Sauron wiedersehe, überlasse ich nichts dem Schicksal. Mächtig anständig. Was ich sagen wollte, ist, dass wir Ringe auch von den Uruks bekommen. Von daher ist das nicht allzu tragisch. Ich überlege gerade, ob wir die anderen Hauptmänner auch einsammeln oder ob wir gleich hier auf die Festung drauf gehen. Ja, ich glaube fast,
dass wir tatsächlich auf die Festung drauf gehen können. Zumindest erstmal den Häuptling erstmal erledigen können und sollten. Moment, ist da nicht irgendwo noch ein Turm in der Nähe? Ja, hier. Nimm mal den hier. Und dann werden wir erstmal den einen Häuptling verraten. Warte mal, hier ist doch auch noch irgendwo so ein kleiner Wurm. Die Macht Saurons ist geil. So. Ja, hier ist noch einer, den ich noch nicht eingesammelt habe. Ah ja. Muss ich auch gleich nochmal schauen. Ich glaube, der hat noch mehr Leibwächter irgendwie. Hat jedenfalls gerade so ausgesehen. Mist, das war die falsche Taste. Hier müssen wir rein. Hoschgrisch. Oh oh. Ah, okay. Ogbo der Allglatte. Naja, gut, dann ist es natürlich sinnvoller, wenn wir den auch erstmal einsammeln. Denn sonst könnte der Hinterhalt nach hinten losgehen. Das muss ja auch nicht sein. Wo ist er denn? 2300 Fuß. Nee. Das gehe ich nicht zu Fuß. Das ist hier hinten. Dann wollen wir mal hier hinreisen. Ja, dieses Hin- und Hergereise ist ein bisschen störend. Aber wenn die nun mal hier hinten gerade rumhüppen, ja, was willst du da machen? Da musst du nun mal hinterher. Oh, da hinten liegt noch Geld. Ja. Hast du das gehört? Ach, ja. Was macht ihr da für einen Quatsch? So, ciao. So, jetzt haben wir den auch. Ja, ich möchte gerne hier rüber. Danke. Ja, nee, will ich auch gar nicht. Brauche ich auch nicht. So, wie kommen wir da jetzt rein? Am besten hier rein. Hier durch, hier lang. Und schon sind wir hier, wo der Typ hier rumspringen soll. Ich bin mal gespannt. Ach, da hinten ist er schon. Ogbo der Allglatte, tödlich entflammbart. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Kränklich, best im Futter, Erschöpfung. Ja, der ist sehr schwach. Schwach und zart beseitet. Ach, hallo. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Warum rennt ihr denn? Nein, nein. Das wirkt nur so. Leg dich hin, Digga. Es ist Zeit. Ja. Du glaubst bestimmt, dein kleiner Spion wird dir was nützen. Oh. Wir glauben, der wird bestimmt lecker. Du hast eine Meise, also doch wohl. Du wirst genauso mein Spion werden wie der andere auch. Nämlich jetzt. Rekrutieren. Und zum Spion machen. Du wirst mir fehlen, Waldläufer. Was? Na, wenn er meint. Okay, jetzt können wir endlich gegen. Wohl auch nicht. Hä?
Ach so, das war der. Oh, okay. Na, dann hätten wir uns den Weg auch sparen können. Gut, na dann wollen wir mal hier das Gurum mal übernehmen. Ja, denn, ja. Bleibt ja nicht mehr viel Auswahl. Was haben wir hier noch? Verrat. Oh, nee, hier, Verrat. Ich muss Trollsohn. Na denn. Hier ist der Verrat. Dann machen wir erstmal den Verrat. Wo sind wir? Da hinten. Nee, das ist mir zu weit. Dann erstmal hier hin. Das hat ja auch alles etwas mit Aufnahmezeit zu tun. Und ansonsten seht ihr mich hier nur durch die Lande rennen, gelegentlich mal ein paar Uruks verprügeln und dann ne, wieder weiterlaufen. Bisschen Geld einsammeln und so weiter. Ich meine, viel mehr machen wir hier eh nicht, aber das ist alles nicht so story-relevant. Hallo? Oder sowas hier. Das mache ich auch zwischendurch immer mal wieder. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn es nicht notwendig ist, aber okay. Ja, ein mächtig weiter Sprung. Du lauf doch mal. Du lauf doch. Ja, so ist artig. Dach, 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 dach. Doch, doch, sehr, sehr weit. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der Auftrag. Junge, 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 Junge. So, Verrat. Na denn, mal los. Die Leibwächter von Ishmos Trollsohn führen ihn in einen Hinterhalt. Belohnung 180 Erfahrungspunkte ist jetzt nicht allzu viel. Aber hey, was soll's, wir nehmen, was wir kriegen können, wenn wir dadurch eine Festung einnehmen. Hey du! Du musst doch wirklich dumm sein, allein in Mordor rumzulaufen. Gleich gibt's in Mordor einen Idioten weniger. Ja, und der heißt Ishmos. Stirb, Herr! Ich stirb, Herr. Das ging schnell. Ungeschickter Narr! Nein, den! Nimm ihn doch mal hin! Nimm ihn doch! Nein, nicht den! Den hier! Mann, 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 Mann! Jetzt endlich! Mann! Es wäre fast tot umgefallen. Rekrutieren! Auch wenn er sehr, sehr schwach ist, aber naja. Wer hat ihm gesagt, dass er sich verpissen soll? Ich nicht. Na gut, feurige Belagerungsbestien wurden deaktiviert. Alle Volksleute haben überlebt. Dafür haben wir ein Juwel erhalten. Ein Träumchen. Und jetzt geht's. Oh, Moment, da ist irgend so ein Flaggenträger irgendwie. Ich habe die noch nie gesehen. Deswegen. Oder doch, einmal, glaube ich. Einmal habe ich so einen gesehen, aber ich habe nie einen erledigen können. Mal sehen, vielleicht schaffen wir ja diesmal. Ein Unzunied. Da ist er. Cool. Er ist auf dem Ball. Wo ist er denn? Ach, hier ist noch einer. Wie praktisch. Nein. Warum will er immer an so einem Olaf hoch? Und warum will er nicht hier hoch? Hallo, ich möchte hier hoch, dann... Toll. Also, weißt du, manchmal... Was soll denn der Quatsch? Das wird überall von allen Seiten hier irgendwie in die Ecke gedrängt. Ja. Dann bewegt er mal gar nicht. Überrascht mich zu sehen? Nicht doch. Nicht unbedingt. Ein wahrer Taktiker steckt stets zur rechten Zeit zu. Gut, dann müssen und wir die Festung. Das ist ein perfekter Zeitpunkt für mich. Skun. Jetzt fange ich auch noch an, in die Sequenzen einzuquatschen. Da müssen wir halt in der nächsten Folge die Festung machen. Da machen wir in dieser Folge noch ein bisschen die Hauptmänner jetzt hier, die uns gerade angreifen. Und in der nächsten Folge dann die Festung. Ich muss mich mal ganz kurz verpieseln hier. Hoch und heppa und hepp
Ja, genau so. Da. Deine Taktik ist, der Tag ist nicht weit. Findet ihn! Zack. So, sehr schön. Der ist auch schon fast hinüber. Aber noch nicht ganz. Ja, ja, kriegen wir das nicht. Aber vielleicht. Nein. Oh, es ist ja echt abartig, weißt du? Na gut, von mir ist auch so. Das war der Falsche. Und taucht den Anno plötzlich auf. Jetzt war es der Richtige. Ich bin auserwählt. Oh, der Torwächter. Da ist der andere vielleicht der Schlüsselmeister. Mal gucken. Ja, Anführer. So. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist denn der andere Hauptmann jetzt hin? Oh, da hinten, da ist er ja. Na komm, jetzt. Den erstmal erledigen. Und ich habe keine Elbengeschosse mehr. Wie immer. Hör auf, dich zu verstecken und stell dich. Haben wir da hinten? Ja, nun los. Ja, so ist gut. Okay. Die haben wir eingesammelt. Ob er nun gut oder schlecht gesprungen ist, ist egal. Ach, das ist so ein Blubberkram hier. Deswegen kommen wir da nicht rüber. So, jetzt muss ich den schon wieder suchen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay, okay, okay. Ach, hier unten wären auch noch Pfeile gewesen. Hallo. Der torkelt hier manchmal an den Wänden rum wie so ein versoffenes Loch. Talion der Säufer. Nicht Talion der Waldläufer oder Talion der Retter Mordors. Hier schleicht etwas umher. Ach, Mist, steht auf der Hut. Das ist gut. So. Na los, steh auf. Steh auf. Deine Tag zu lang. Nee, nicht zu lang. Obwohl, doch zu lang, klar. Zu lang bin ich. Ja, 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 ja. Jetzt sammle ich dich ein. Du wirst dienen. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Und ab dafür. So, wie schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist doch schon mal ganz nett, wie wir hier die Hauptmänner soweit einsammeln. 5 haben wir noch, aber gut. Ja, drauf gepfiffen. Was sind das hier, alter Häuptling? Der Grockhüter. Locke den Grockhüter hervor, indem du seinen Grock zerstörst und beherrsche ihn dann. Ob wir das in dieser Folge noch schaffen? Ich weiß es gerade nicht. Ach komm, wir versuchen das mal. Ich habe ja schon gesagt, in der nächsten Folge machen wir erst die Feste. Von daher, komm, das machen wir mal. Das machen wir nochmal in dieser Folge und dann ein bisschen Abwechslung muss man ja auch mal haben. Sonst wird es schnell langweilig. Was ist denn da schon wieder los? Was habt ihr denn da? Okay, Training.
Die haben dann nur eine Trainingsstunde. Als ob die irgendwas helfen würde. Okay, hier ist die Festung. Ach, so eine Höhlenfestung ist das. Okay. So, alter Häuptling, der Grockhüter. Ich habe es ja gerade schon vorgelesen. Dafür kriegen wir 500 Münzen. Ja, ist jetzt nicht so wie die Welt. Ein Fähigkeitspunkt und ein grünes Juwel, so wie ich das sehe. Als ich Sauron den Krieg erklärte, folgten viele Häuptlinge meinem Banner. Unter den nützlichsten, wenn auch nicht den feindlichsten, war der Grockhüter. Er war ein Monstrum in der Schlacht und mit Leichtigkeit zu beherrschen. So, den haben wir einfach mal so mitgenommen. So, mal gucken. Grog. Man könnte natürlich vielleicht einfach hier mal so ein paar von den bekloppten Uruks mal hinlocken. Fünf haben wir mittlerweile da unten nur. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Locken. Ist ja blöd jetzt. Oh. Ach nee, der ist immer noch neugierig, was da so gequietscht hat. Oder locken wir die einfach jetzt mal hier zu der Feuerstelle? Ach nee, kann man gar nicht. So habe ich das in einem anderen Celebrimbor-Auftrag gemacht, wo man Orlocks irgendwo ständig hinlocken musste, damit man nicht gefunden wird. Hat mehr schlecht als recht geklappt, aber naja. Hier klappt es genauso schändlich. Das bringt gar keine Punkte, aber etwas mehr Sicherheit. Der geht hin, okay. Mensch, ihr sollt doch einfach bloß hier um die Rockfässer drum rumstehen. Mann. Ist ja echt schlimm.
Warum klappt das nicht? Weg. Nun los hoch. Die Kameraführung ist manchmal ein bisschen seltsam. Da sollten wir tatsächlich vielleicht etwas weiter vor die Festung vielleicht gehen, weil da vielleicht mehr Uruks rumstehen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Die schnippeln da rum. An vermutlich einem Karagor, vielleicht auch an einem anderen Vieh. Tja. Na, reichlich ist das hier aber nicht. Ja, die werden alle aufmerksam, aber keiner ist neugierig genug, hier hinzulatschen. Ich glaube, das Bonusziel werden wir wohl nicht erreichen können. Weil ich einfach nicht weiß, wie. Hier steht natürlich kein Grogfass rum. Doof. Und schon geht die Folge wieder über eine halbe Stunde. Aber gut. Hier hinten stehen auch keine Grogfässer mehr rum. So, die nehmen wir noch mit. Ach man, drauf geschissen. Ist mir jetzt auch egal. Schied was aus Bonusziel. Das ist für mich eh nicht erreichbar, weil ich nicht locken kann. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Aber ist so. Okay, einen Grogvorrat nur noch und dann kommt schon der versoffene Grog-Zusammenrührer. Ach, ich wollte mal Hallo sagen. Ich meine, ich bin natürlich dazu geneigt, es weiter zu versuchen, aber hier stehen auch nicht genug Uruks um so ein Grogfass herum, auch nicht um ein Grogfasslager herum, auch nicht um diese Feuergruben herum. Ja, doof. Das ist doof. Den können wir nochmal in die Luft jagen, ja, bumm, aber das war jetzt nur einer. Jetzt ja, dahinter. Na gut. Und dann noch eins und dann macht Bumm und dann kommt der Hauptmann schon raus. Der Häuptling oder was weiß ich. Der Grogkultor, genau. Wer sprengt den verfluchten Grog? Zuerst mal macht mich das durstig. Und wie? Ich meine.
Was? Zweitens ist das Verschwendung! Gott. Unbeholfen, sehr schön. Furcht vor Hinrichtung, Furcht vor Ghoulen, Hinrichtung schleichen und anfällig für Bestien. Aber Fernangriff ist er leider immun dagegen. Ergreife und beherrsche Kurt den Grockhüter. Besiege 10 Ochs mit einer einzigen... Ja, ja. Bla, bla, bla. Natürlich. Tja. Ah ja. Touch. Okay. Vor Karagorn hat er offenbar keine Angst. Wer ballert denn da? Ach. Na, warte mal. Schön. Was sind das für welche da hinten? Ugakuga. Ein Flammer? Ukaguga. Fernkampf, Hinrichtung, Schleichen. Und das da? Das da? Ugakuga. Ja, ja, Ukaguga. Ja, ja. Den wollte ich aber nicht. Ich wollte den anderen wissen. Kugaluga. Schon wieder so ein Barde. Panische Angst vor Flüchen, wie praktisch. Für Schleichen, Bestienfutter, Festnageln, vor Hinrichtungen, Fernkampf. Okay, wenn Festnageln ist, dann können sie auch gegen. Dann können sie auch mit Pfeilen auch beschossen werden. Jetzt haben wir wieder keine Pfeile. Gut, wir holen uns erstmal ein paar Pfeile. Da sind ein paar. Sehr schön. Nein, 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 nein. So, bevor der hier uns auch in den Nacken schießt mit seinen Pfeilen. Okay, scheinbar machen wir die Festung in dieser Folge noch, weil ich werde das irgendwie schneiden müssen, dass wir die Festung auch in dieser Folge dann einnehmen, weil irgendwie dauert der Killebrimbo-Auftrag gerade sehr lange. Um nicht sogar zu sagen, zu lange. Das wollte ich. Beuge dich dem hellen Herrscher.
Von mir hast du bestimmt gehört. Ich hab schon so manchen Tag empört. Wo immer auch der Sänger singt, er Freuden, Schmerz und Wehmut bringt. Ich sing aus voller Lunge dir, Menschlein, dein Tod ereilt dich in Bälde hier. Alter, bei dem Gesang krieg ich voll die Presswehen, ey. Gut, dann. Was macht denn der da? Schattenkämpfen oder was? Guck mal rüber da. Okay, ich bin jetzt hier irgendwie fest. Ich weiß noch nicht warum und wie, aber okay. Genau. Schwöre dem Hellherrscher die Treue. Ich sage öfter mal genau, ne? Des Sängers genau. Lied wird niemals enden. Um Gottes Willen. Deswegen schicken wir mal weg. Weg. Marin, ich stampf dich gleich in den Schlamm. Natürlich. Und dann stampf ich dich noch etwas mehr. Und dann gönn ich mir in aller Ruhe einen Drink. Du kannst auch vorher ein paar trinken. Wer ballert da? Ist doch unser. Boah. Mist, das habe ich nicht drauf geachtet. Verfickt. So, und jetzt sammeln wir da ein. So wie wir es sollen. Ab jetzt dienst du mir. Ich folge deiner Stimme, heller Herrscher. Was ich sagen wollte, warum wir ihn einsammeln konnten, warum wir ihn beherrschen können, obwohl wir erst Stufe 42 oder 43 haben, er ist ja Stufe 46, liegt daran, dass Celebrimbor in den Celebrimbor-Aufträgen schon die Stufe 60 erreicht hat. Das kann ich euch, hätte ich euch eigentlich mal zeigen können. Sehr wohl, mein Herr. War es Grog oder tiefsitzender Hass, der seinen Zorn beflügelte? Was es auch war, er war ein furchterregender Häuptling.